Guten Morgen, meine lieben Zuschauer. Am heutigen Dienstag, dem 21. Juni, grüße ich Sie wieder recht herzlich und wir sehen heute eine ähnliche Konstellation wie gestern. Wir haben hier eine Yen-Schwäche. Das Kapital zieht sich also hier aus dem sicheren Hafen zurück und geht wieder in einen Risk-Modus. Und das, ja, kurz bevor das Brexit, beziehungsweise halt vielmehr das UK-Referendum, ob es zum Brexit kommt, das wird man sehen. Wir hatten gestern dazu kurz das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen schon im Fokus, der sich heute hier auch nach vorne schraubt. Wir sehen aber generell wieder eine Yen-Schwäche. Entsprechend hier die Major Pairs alle vorne dabei, also die Major Währungen, vielmehr Major Pairs sind es ja nicht. Da haben wir nur den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, weil Major Pairs eben jene Paare sind, die hier mit dem US-Dollar im Kontext stehen. Und das haben wir natürlich hier vorne nicht, ist nicht der Fall, aber letztlich hier die Major-Währung, Australdollar, Euro, Britisch Pfund, Schweizer Franken. Hier natürlich mit dabei, US-Dollar auch positiv drauf. Wir wollen aber, Sie sehen es ja schon, heute den Euro gegenüber dem japanischen Yen in den Fokus nehmen. Fangen wir mal mit dem Großen Bild an. Hier hatten wir schon die Erwartungshaltung, dass wir hier in Richtung 120 gehen sollten, gehen müssten. Und hier haben wir sozusagen eine Zone, die in früheren Jahren durchaus ihre Relevanz hatte in Sachen einerseits Support-Level hier 2010, dann hier Widerstand 2011 und dann sozusagen nochmal Ausbruch-Pullback 2013. Genau an diesem Niveau sind wir angekommen und wenn ich von 2013 spreche, sind wir auch wieder auf den Niveaus zurückgekehrt, die hier praktisch im Einklang des Regierungswechsels und Shinzo Abe seiner Politik sozusagen hier Einzug fand. Der Yen wertete hier entsprechend massiv ab. Und man sieht hier oben ja eine starke Umkehrformation. Und jetzt ist die Gretchenfrage, ob wir eben hier wieder zu den alten Niveaus aus 2012 zurückfallen. Die japanische Notenbank wird hier sicherlich einiges zu verhindern wissen oder auch tun. Das ist ja verbal interveniert schon seit einiger Zeit. Wie es denn jetzt abläuft, dass hier die japanische Notenbank natürlich kein Interesse an einer so dermaßen hier erfolgten Abwertung hat beim Euro gegenüber dem japanischen Yen oder auch dem US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Vielmehr will man eben sehen, dass sich hier eine Stabilisierung wieder mal ergibt und eben das, was hier 2012, Ende vielmehr 2013 initiiert wurde, eben auch seine Fortsetzung findet, der Yen hier entsprechend abwertet. Das ist aber aktuell, wie gesagt, nicht der Fall. Wir sind in einem klaren Abwärtstrend und die Brexit-Geschichte bzw. der Ausgang, der Risikohunger der Marktteilnehmer wird sich hier sicherlich auch noch maßgeblich auswirken auf die entsprechenden Bewegungen. Und wir wissen nicht, wir wissen alle nicht, was kommen wird. Die Prognosen gehen natürlich jetzt hier mehr in Richtung Brexit. Dann kann sich das wieder innerhalb von 2, 3 Tagen ändern. Letztlich hat sich das Stimmungsbild ein bisschen gedreht. Die Angst natürlich vom Brexit ist groß, die Unsicherheiten sind groß, aber man muss natürlich auch wissen, dass hier letztlich eine Übergangsfrist von bis zu 2 Jahren überhaupt erfolgen. Die alten EU-Verträge bestehen also hier mindestens noch 2 Jahre. Das heißt nicht, wenn es zum Brexit kommt, zum Referendum, dass hier innerhalb von 24 Stunden alles gekappt wird. So ist es ja nun auch nicht. Aber letztlich die Enttäuschung dürfte groß sein und auch die, ja, eben das, was der Kapitalmarkt nicht mag, die Unsicherheiten entsprechend und das dürfte natürlich hier dann eine enorme Bewegung zur Folge haben. Man muss mal abwarten, was dann letztlich passiert. Wir fokussieren uns jetzt mal auf den Euro gegenüber dem japanischen Yen und sollte dieser hier per Wochenschluss die Marke von 1,20 aufgeben und wir müssen einfach jetzt mal hier ein Stück weit größer denken, da es, wie gesagt, am Donnerstag, Freitag hier zu enormen Bewegungen kommen kann und hier rede ich gerade bei den Yen-Pairs durchaus von Ausschlägen, die können hier in Richtung 500 bis 1000 Pips gehen. Je nachdem, also die Liquidität wird bis dato wahrscheinlich etwas austrocknen, aber wenn dann eben hier die ersten Impulse klar sind, dann dürfte es spannend werden und Bewegungen großer Natur muss man hier definitiv erwarten. Letztlich, wer auf der richtigen Seite steht, kann hier richtig Geld verdienen. Man sollte aber hier natürlich mit Vorsicht agieren oder sich auch besser noch zurückhalten und warten, bis der Staub sich gelegt hat. Denn wie gesagt, Eruptionen, große Spreads, wilde Umkehrbewegungen innerhalb kurzer Zeit können hier jederzeit erfolgen und das ist schon ein heißes Pflaster. Insofern auch hier wichtig zu wissen, dass natürlich die Hedgefonds und große Adressen definitiv hier einen Informationsvorsprung haben und wenn der Markt dünn ist, auch hier gewisse ja, Fake-Manöver produzieren können. Es wird definitiv ein spannender Tag und auf das Währungspaar nochmal zurückbezogen. Die Marke von 1,20 ist hier wichtig. Gehen wir hier per Wochenschluss oberhalb dieses Levels raus und die Kerze hier, wir sind jetzt gerade im Wochenchart, ist natürlich hier in der aktuellen Woche noch sehr, sehr überschaubar. Also man muss hier dann definitiv mit einem sehr hohen Long Ledge Doji rechnen, also mit starken Dochten und Kerzen.
und beziehungsweise Lunden, also hier der Kerzenkörper aktuell ja kaum zu sehen, also nahe dem Schlusspreis von der letzten Woche, aber hier die Ausschläge dürften groß sein. Und wenn der Wochenschlusspreis Freitagabend eben hier über 220 liegt, dann ist es zumindest mal positiv, was dann hier eine Attacke an diese Abwärtstrendlinie versprechen dürfte. Und geht es hier drüber hinaus, wir haben hier einen Kreuzwiderstand zwischen 124 und 126,50. Wenn der hier rausgeht, dann haben wir definitiv wohl eine neue Abwertungsphase des Jens und der Euro gegenüber dem japanischen Yen müsste, Schrägstrich dürfte, aufwerten. Allerdings, wie gesagt, die Gefahren großer Ausschläge sind gegeben, deswegen der Wochenschlusspreis definitiv zu beachten. Und wenn es eben aber zu einer anderen Bewegung kommt, die hier unterhalb von 120 enden dürfte, und ich rede hier von Niveaus bei 115, 110, vielleicht ein Stück weit tiefer, dann muss man davon ausgehen, dass der Markt, wenn es denn nicht gelingt, hier bei 120 sich zu stabilisieren, dann wahrscheinlich auch die nächsten Wochen weiter abkippen würde. Und das zeigt auch hier der Seasonal Indikator, zumindest jetzt hier für die nächsten 20 Tage mal bis in den Juli hinein, haben wir hier eine fallende Tendenz. Und das geht eben dann nach einer kleinen Erholung auch weiter noch bis in den August. Das heißt, hier seasonal haben wir auf jeden Fall keinen wirklich positiven Bias. Die Seasonal Trades selber, die ich auch in der Pipeline habe, warte ich jetzt erstmal ab. Im Vorfeld des Brexit macht es hier keinen Sinn, auf große Saisonalitäten zu setzen. Das Ereignis ist viel zu groß. Ab kommender Woche, denke ich, werde ich hier wieder die eine oder andere Zauberei in Sachen Seasonals vorstellen. Da gibt es auf jeden Fall genug Pattern, aber wir wollen erstmal sehen, wie die Woche jetzt ausgeht. Also, das Level von 120 ist ausreichend beschrieben. Die Zone hier sehr, sehr wichtig. Ich kann nicht sagen, wohin es geht. Rein Trendfolgen müsste es tiefer gehen. Da aber allerdings hier die Bank of Japan hier beachten, die dürfte hier Intervention starten, je tiefer das Ganze nämlich hier geht, also je stärker der Yen entsprechend wird. Das ist nicht im Interesse der Notenbankpolitik Japans und Tatsache ist, wenn es dazu kommt, dass es eben hier weitere Rücksetzer gibt, dann muss man hier ganz klar sehen, dass die politische Ausrichtung der Vorjahre gescheitert wäre, und das dürfte natürlich im Umkehrschluss dann auch große, große Fragezeichen aufwerfen und das dürfte die ganze Politik, die ganze Ausrichtung auf ein dünnes Eis stellen. Das ist nicht im Interesse der Bank of Japan, aber Sie wissen auch, da kann die Notenbank noch so groß sein, wenn die großen Marktbewegungen, die Marktintention hier eine Richtung aufweisen, dann kann auch Beispiel Schweizer Nationalbank und andere Beispiele sich hier wohl kaum entgegenstellen. Die Marktkräfte sind ja einfach zu groß. Aber verbale Interventionen und auch natürlich das Schrauben an Einlagezinssätzen, diese Macht hat die Bank of Japan. Und ich denke auch, je nachdem, wie das Brexit ausgeht, wird es hier noch Maßnahmen geben, die dann hier in die eine oder andere Richtung treiben dürften. Aber je tiefer hier der Euro gegenüber dem Yen fällt und auch der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, desto mehr und höher steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank of Japan neben verbaler Intervention auch aktiv wird. Und das dürfte natürlich dann wiederum zu einer Umkehrbewegung führen. Also Brexit unabhängig, haben wir spannende Wochen vor uns. Morgen übrigens haben wir hier wieder ein Live-Trading-Webinar ab 8.45 Uhr. Können Sie sich auf der JFD-Seite unter Webinar-Events anmelden, kostenlos. Bernd Senkowski wird heute morgen dann mein Gast sein. Wir werden über Brexit, über die Aktienmärkte, über die Devisenmärkte und vielerlei mehr sprechen. 8.45 Uhr vor dem EU-Start geht's los. Würde ich mich freuen, Sie begrüßen zu dürfen. Und bis dahin sage ich jetzt erstmal Ciao in den Äther, noch eine gute Zeit und wir hören uns spätestens morgen wieder. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.